Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einem neuen Projekt, und zwar The Escapists. Ein Spiel, naja, man sieht schon, das ist nicht wirklich die geilste Grafik, aber man spielt einen Gefangenen und muss aus einem Gefängnis ausbrechen, und ich denke, das wird ganz interessant hier, das Projekt. Und wer sich das auch kaufen möchte, das ist gar nicht mal so teuer. Ich glaube, das ist 8 Euro, ich weiß nicht. Das ist auch erst vor ein paar Tagen, beziehungsweise heute rausgekommen. Und wir nehmen natürlich hier unseren Glatzköpfigen, oder? Ja. Ich würde mal sagen, wir nehmen hier den Glatzköpfigen und den Joe, weil ich so cool bin und ein Gefangener bin. Select a prison. First Peak Correctional. Da gibt's nur eins. Und das werden wir dann auch mal nehmen. Es soll bald noch einige mehr kommen, ja. Okay, Dear Joe, welcome to prison. Also, lieber Joe, willkommen im Gefängnis. First Peak Correctional ist ein brandneues Staats... Designed with your command in mind, all of our staff are highly trained to make sure your stay here is a truly unpleasant one. You got a long sentence ahead, so make yourself at home. And don't even think about escaping. Warden Jim Sterling. Okay. We are still to move and to attack. Okay, das können wir jetzt wahrscheinlich noch nicht. Ah, guck mal. Ich habe schon was entdeckt. Okay. Prison life is all about routines. Also jetzt müssen wir hier Routine halten. Und das ist jetzt hier der die Zählung. Ja, die findet hier immer in der Mitte des Gefängnisses statt. Levy and Andrew. I'm what about counts. Und ja, hier muss man erstmal die Regeln kennen und sowas und sich erstmal einarbeiten, und irgendwann kann man sich dann Sachen craften, und da wird man echt schon cool, cool Sachen machen können. Es, bald sollen dann halt auch Steam Workshop dazu hinzugefügt werden, und dann geht das schon hammel ab. Na, was kann ich denn... ich will da nicht her. Hä? Standing on desk or other units shows... was? Ich wollte gar nicht. Illegal armor, okay. Ja, ich gehe doch schon. Ja. Ich will aber irgendwie mal was essen. Ach, ich kann so essen, okay. Ah, okay, ich muss klicken. Sit down. Okay. Schön. Und jetzt Job Quota. Jetzt müssen wir nämlich auch einen Job machen. Und, oh, das ist falsch. Und das wird ganz interessant, weil, ja, wir müssen jetzt hier, ich glaube, der Anfangsjob ist Laundry, ja, genau. Washing Machine. So, jetzt hat man hier die dreckige Sache. So. Moment, was macht. Nee. Nee. Ah, okay. So macht man das. So. Da ist schon die erste fertig. Und dann können wir das hier machen. Und so macht man das halt erstmal hier, erstmal den Job. Und dann kriegt man dadurch ein bisschen Geld. Und dann, Alter, nein, ich möchte da nicht drauf. Und dann könnt ihr da auch schon Sachen sammeln für die, für den Ausbruch. Aber natürlich gibt es auch noch mehrere Jobs. Das ist jetzt nicht der einzigste. Ich werde auch eigentlich in den nächsten gehen, weil ich habe gehört, dass nicht, also der Laundry-Job ist so der am wenigsten verdiensten. Und das ist auch nicht wirklich gut für die Sachen, die man da kriegt. Deswegen werden wir erstmal das hier gleich beenden,
den Job. Damit wir da erstmal alles fertig haben. So. Jetzt müssen wir... Jobquota ist fertig. Das heißt, wir können jetzt erstmal ein bisschen Feier machen. Feierabend. Und da wollte ich mal eben schauen, weil ich wollte mir eigentlich jetzt einen neuen Job holen. Den kann man irgendwo hier... Nee, Kamera, nee. Irgendwo müsste man... Midday Roll Call. Okay. Ja, irgendwo konnte man... Nein. Okay. Und man kann hier auch die Leute ansprechen. Hier, die haben jetzt zum Beispiel... Kann man hier dem... was von den... Was kaufen. Und das ist eigentlich ganz cool. So. Shut up and... Ja, genau. So. Ich will jetzt einen neuen Job eigentlich. Nur ich brauche irgendwie eine Karte oder... Aber sowas kriege ich glaube ich nicht hier. Der hat was zu verkaufen, der. Nee, hä? Brad. Da, der. Nothing to sell. Vielleicht der Hans? Nee, der hat auch nichts zu verkaufen. Das ist aber schade. Ich habe $39. Okay, Afternoon Free Period. Wo ist denn der Job? Also, wo ist die Jobtafel? Die suche ich gerade. Weil irgendwie, naja. Oh, der hat doch was zu verkaufen. Leiter, Pfeil, Guard Outfit. Watch. Okay. Hier kann ich irgendwas kaufen. Aber ich will ja jetzt eigentlich erstmal. Warte mal, da ist irgendwas drin. Ich möchte da eigentlich. Ah, nee, das kann ich gar nicht. Okay. Okay, machen wir mal ein bisschen Workout. Gott, ist das... Hui. Ja, okay, das war's für heute. Ich such den Job... Dings. Employment Officer. Ah, da. Okay, und zwar machen wir Laundry, möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte eigentlich Woodshop oder Metal Shop machen. Machen wir erstmal Woodshop. Woodshop workers have the job of crafting. Take 3 timbers from the woodpile. Ja. Quit Job und dann. Ach so, der Hans macht den. No mechanics create one by disrupting an inmate's work process. Okay, ich möchte eigentlich da rein, aber dann machen wir erstmal den Metal Shop. You need at least 70 intellected for apply that job, so your applicant has been declined and filed neatly away down my toilet. Spend some time in the library and smarten up, boy. Okay, also wir müssen jetzt noch lesen. Ich merke schon, das Projekt wird schon ein bisschen länger hier, ne? Das wird schon ein bisschen länger werden. Aber dann lesen wir jetzt mal eben ein bisschen. Oh Gott. Okay, haben wir jetzt schon mal ein bisschen zu bekommen. Ja, das weiß ich gar nicht. Speed, das ist die Intelligenz. Speed und Stärke. Ja. Zack, sit down. Dann esse ich mal. Nö. Und dann schaue ich mal. Outfit, Inmate. Okay. Ich kann mich auch wahrscheinlich dann als Guard verkleiden. Also als Wache. Das möchte ich auch mal versuchen. Aber, naja. Journal, nichts. Crafting Notes. Okay. Hier können wir einen Hammer kaufen. Aber der ist natürlich teuer, ne? Razorblade. Ich glaube, wir kaufen erstmal einen Razorblade.
Okay. Der hat hier irgendwie, guck mal. Andrew and his pals jumped to me and took my flashlight. Get me it back and I'll give you a little reward. Okay, Andrew. Ich muss jetzt also Andrew. Da, er ist das. Ihn muss ich verprügeln. Das ist, das werde ich auch machen. Das werde ich auf jeden Fall machen. Die Frage ist, wie? Ich habe jetzt hier die Klinge. Wo ist denn der? Da ist er. Das ist der alte Mann hier. Ah. Okay. Die Frage ist... Oh Gott, ist das anstrengend. Okay, jetzt ist Duschen angesagt und... Na, die Wachen sind da alle. Das ist irgendwie so ein bisschen kacke. Dass die Wachen da sind. Hier, der Andrew. Da müssen wir also irgendwie aufpassen. Und dann, mal aufpassen. Out of range, ja, das war ja klar. Yeah, duschen. Ah, schade. Schade, schade. Ich hab gedacht, man kann da irgendwie ein bisschen rein. Hätte ja sein können, aber nein. Ich glaube, wir haben gleich frei. Hoffe ich zumindest. Ja, genau, das ist die Evening Free Time. Und dann laufen wir dem mal dem Andrew hinterher. Ich glaube, da ist er. Da, ja, da ist er. Oh ja, perfekt, in der Bibliothek. Oh nein. Oh nein. Nein. Oh mein Gott. Oh. Gott, das war, wo ist denn der jetzt? Wo ist Andrew hin? Da ist Andrew. Okay, und jetzt müssen wir den anklicken. Genau, und da haben wir die Flashlight. Zack. Hier haben wir sogar noch eine Schaufel. Perfekt. Und dann können wir... So. Perfekt, jetzt haben wir eine Schaufel. Und wir haben Razorblade. Das ist doch gut. Das heißt, wir können gleich echt schon vielleicht mal was anfangen. So. Weapon, kann ich doch mal hier gleich, oder? Nee, kann ich nicht, okay. So, dann lese ich nochmal. Meine Intelligenz muss ja ein bisschen weiter steigen. So. So. Ja, nochmal eben ein bisschen lesen. So, zack. Und wir haben... Ah, komm. Wir duschen lieber nochmal, weil sonst... ja, ist nicht gut. Wir lassen uns lieber noch ein bisschen Energie sparen. Gut. Und dann gehe ich mal in meine Zelle. So, wo ist meine Zelle hier? Da unten. Und dann... Ich weiß gar nicht, wo meine Zelle ist. Piastex des Saviors. Ja, ah da, okay. Okay, das muss ich mir unbedingt merken, dass man hier rein kann. Oh Gott, ich muss da zum Checken. Hat der irgendwas? Nee. So. Oh, der hat eine Aufgabe. Finally found out who's been snitching on me to the warden. Distract the guards at next midday roll call for me so I can reward him. Okay, nee, das mache ich nicht. Roll duct of paper screwdriver. Was ist denn Screwdriver? Der hat auch noch eine Aufgabe für uns.
I don't know who started these rumors about me, but Sebastian can be the first to receive a beating. Want the job? Ja, warum nicht, ne? Sebastian, den können wir eigentlich... Sebastian, ne? Müssen wir jetzt. Beat up Sebastian. Genau. Dann machen wir auch noch den hier, Martin. Da ist Sebastian. Yesterday my toothbrush shift vanished. Now I'm hearing that Officer Rich has it. Nein, ich werde keine Officer erstmal. Ne? Das ist mir so ein bisschen zu heikel, würde ich mal sagen. Und. Oh, na, ja, ey. Geh weg. So. Crafting. Kann ich hier irgendwas machen? Craft. Okay, das war mir eigentlich klar. Ah, guck mal, hier haben sie sogar Tube of Toothpaste, Soap. Oh, nee. Ah, so. Und jetzt... Was kann ich denn hier machen? So. Warte, wo ist denn der Vent? Wo ist... Warte. Oh, da, ne? So, hier. Dann stelle ich doch mal meinen Tisch hier dahin. Und dann kann ich doch... So. Ja, ja, ich gehe ja schon. Arschloch. So. Na. Das muss doch irgendwie hier gehen. Das kann doch nicht sein. Da muss ich mich nochmal so ein bisschen erkundigen, wie das geht. Aber ich werde jetzt erstmal schlafen. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt The Escapetists. Und ich werde mich mal so ein bisschen erkundigen, was man denn da so alles craften kann. Und den Rest. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Und ich hoffe, ihr habt dann immer noch so Bock wie ich. Tschüss.